So, weiter geht's. Wieder mal ein Spiel zu simulieren. Ja, 2-0, locker easy. Locker easy. Harry Kane, zu wertvoll, alles klar. Ihr wollt schon stolze Preise. 45. 45 ist gut. Und wisst ihr was? Jetzt weiß ich auch, welchen Star ich gerne hätte. Ich glaube, ich hole Griezmann. Ich glaube, ich hole Griezmann. Ja. Das juckt mich jetzt gerade aber nicht. So, da ist er. Der gute Donnarumma. Ich meine, ich werde jetzt eh so eine richtig talentierte Abwehr aufbauen. Da brauche ich nicht noch zusätzlich irgendwie einen Torwart, der 90er-Rating hat. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich fände es verschwendet. So, Rashford, den will ich richtig pushen, den mag ich. Der gefällt mir. Genauso wie Martial. Den pushe ich auch mal schön. So, da ist er. Und du kannst nochmal dribbeln. Und das letzte Training ist reserviert für Donnarumma. Eins gegen eins schwer. Alles simulieren. War jetzt nicht besonders effektiv. Aber macht nichts. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. So, Basseur hat auch akzeptiert. Dann nehmen wir den auch mal mit. Und Ellie hat auch akzeptiert. Sauber. Haben wir jetzt gleich ein schönes neues Mittelfeld hier. Ah, scheiße, jetzt habe ich das mit Laportier übersprungen. Neuverpflichtung, akzeptiert, akzeptiert. Okay. Dann müssen wir halt noch mehr drauf bieten. Auf jeden Fall will ich den haben. Wir brauchen so einen richtigen schönen Abwehrchef, der hinten komplett aufräumt. Nationaltrainer, aha. Sauber, erstes Angebot für Mata. Um die 50 hätte ich gerne. Ich weiß nicht, ob sie es direkt ablehnen werden, aber ich kann es ja mal probieren. Anderlecht, ja. Super, der hat akzeptiert. Du wärst Stammspieler, mein Freund. Klein, wollen sie noch mehr Kohle? Ui. Draxler haben sie akzeptiert, da das ist auch gut. Ist ja, man muss nicht mehr direkt so viel Kohle löhnen. So, Draxler. Dann Çalhanoğlu kommt zu uns. Wunderbar. Auf den freue ich mich auch und auf seine Longshots natürlich. Ja. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Marquinhos, wir sind der Ansicht, dass da mehr wert ist. Ah, dann kriegt er mal 20. Habe ich Schweinsteiger schon auf die Transferliste gesetzt? Ich meine, er tut mir zwar saumäßig leid, dass er nicht spielen kann, aber naja, er ist halt schon alt und dementsprechend brauchen wir ihn eigentlich auch nicht.
versuche mal in den Deal mit einzubinden. Wenn es nicht klappt, dann haben wir halt Pech. Iri Tielemans, wir wollen 21. Ist da was? Ihr kriegt 17,5. Und irgendein unnötiges Talent. Oder was heißt unnötig, aber. Oder wisst ihr was? Ihr kriegt 15 und Fellaini. Damit solltet ihr euch doch einigermaßen zufrieden geben können. So, Carrasco hat auch akzeptiert. Ja, wir werden richtig qualitativ hochwertigen Kader gleich haben, auf jeden Fall. Und da werde ich mich dann richtig drüber freuen, wenn wir dann endlich fertig sind. Das wird richtig abgehen. So, gegen PSG. Wieder gewonnen, 2-1. Sauber. Ja, ja. So, Manchester United investiert fleißig in den Nachwuchs. Wir haben Donnarumma, Basör und Ali geholt. Und wir werden noch weitere Spieler holen, die jung sind. Das wird echt interessant werden. So, die ganzen neuen Spieler sind schon hier, ne? So, Ellie hat 80. Sehr nice. Die Aufstellung sagt mir eigentlich sogar recht zu. So. Ellie. Okay. Ja, wir machen das, glaube ich, eher so. Martial hätte ich eher lieber dort. Obwohl. Ah, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Beide könnten der neue Ronaldo sein. Nee. Werde ich noch mal einen Tag nachgucken, was die in Wirklichkeit für Nummern haben. Ah, ich kann wieder trainieren. Und wir haben Bellerin.
und noch einen anderen Spieler. Bestimmt Carrasco? Nein. Rodriguez, auch nice. Mehr Alternativen. Liverpool hat akzeptiert. 40, 5 Jahre. Wichtiger Stammspieler. Aymeric Laportier immer noch nicht. Ja, Leco Mio. Leco Mio. Tauschen wir mal, vielleicht funktioniert es mit Blind. Ich weiß es noch nicht. So, Ashley Young. Um die 15 Millionen wäre nice. So, für ihn möchte ich mindestens 100. Millionen. Die wollen nicht mehr als 29 zahlen. Ich komme auf sie zu. Ich habe ja gerade irgendwas mit 50 gesagt. 40 würden mir jetzt auch reichen, ganz ehrlich. Hauptsache, wir haben wieder ein bisschen Geld. So, Tielemans. Weiterer Rotationsspieler. Ah, und Carrasco ist auch da. Ja, bitte automatisch. Ich glaube, das wird nichts mehr, ne? Scheiße! Verdammt! Verdammt! Ja, wird Zeit, dass dann De Gea wegkommt. Nichts gegen De Gea, aber we need the money, you know? Need the money. 4 Nachrichten. Naja, enttäuscht. 4 Millionen mehr und eine Pressekonferenz. Maria loben. Der hat sie ja echt gut gemacht. Muss man mal so zugeben. So, ja. Carrasco, Depay kann eigentlich dann auch weg. Mir dann leid, aber ist halt so. Schneider kann dann auch weg. Schweinsteiger natürlich auch. Aruni würde ich nur halt ein bisschen gerne behalten. Ist halt hier eine Vereinslegende. Und man kann ja nicht alle weghauen. Hätten sie nichts geleistet für den Verein. Wichtig für erste Mal. Ach komm bitte. Hey. Bitte verkauf ihn. Ja. Aber beeilt euch mit der Überweisung. Beeilt euch mit der Überweisung. Millionen möchte ich gerne für Mata haben, von Atletico, die mir das bieten. Für Phil Jones ein Angebot. Ah, 14 Millionen. 14 Mille ist okay. Ashley Young.
möchte ich auch gerne so um die 14 haben. So, jetzt bin ich mal gespannt. De Geas Abschiedsspiel vielleicht. Dann hat PSG halt gewonnen. Juckt mich jetzt auch nicht. Kann man nichts machen. Eieiei. Wir zögern erstmal. Wir haben ja noch ein anderes Angebot im Laufen. Romero, nee, der wird bleiben. Die haben 36 Millionen geboten, dann nehmen wir das an. Die wollen alle Romero haben. Achso, nee, sind nur zwei Vereine. Aber wir brauchen einen zweiten Keeper. Ich will nicht ohne zweiten Keeper in die Saison starten. Ja, komm, nehmt ihn mit. Nehmt ihn mit. Der Rea verkauft sauber, so. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Transferverhandlung. So, läuft aus in 4 Tagen, Young. Aha, Bestätigung erforderlich. Okay. So, Laportier erstmal. Klein oder Thielemans? Erstmal Klein. Und dann Thielemans. Ich glaube, das mit Griezmann wird nichts mehr. Aber ist mir egal. Draxler ist schon weg, oder wie? Ich hatte doch Transfers. Nein, Transferverhandlung. Gescheitert. Scheiße. Okay. Marquinhos nochmal. Marquinhos nochmal. Ach so, Draxler hatte nur das Vertragsangebot abgelehnt. Ah, das ist ja nicht allzu schlimm. Jetzt habe ich ihm wichtig für erste Mannschaft gegeben. Ich hoffe, der nimmt das jetzt nicht ernst. Ich Lärm überdacht, Draxler akzeptiert, erstmal Laportier. Erstmal Aymeric Laportier. Dann, nein. Das nehmen wir an. Mata nehmen wir auch an. Hauptsache, wir kriegen jetzt endlich mal Kohle rein hier. Ich will jedes Mal trainieren und vergesse es. Kommt doch noch mal. Bis jetzt unsere Hoffnung. Unsere einzige. Nee. Laportier, Draxler. Julian Draxler. Eieieiei. Boah. Wie die Abwehr jetzt aussieht.
wie die Abwehr einfach jetzt aussieht. So. Du kannst auch über rechts, ja, wollte er sagen. So, Basir, Rooney. Eine Pause, da wird Çalhanoğlu spielen. Im nächsten Spiel, ich weiß nicht, wann es ist. Ich nehme mir schon mal die Aufstellung vor. Bei später Zeit. Ja, dann lassen wir Basir mal. Wenn Elli im Moment formschwach ist. Damian, da haben wir doch jetzt Bellerin, genau. Dort Rodriguez. Alter Falter. So. Noch Fragen? Das ist ja krank. Das ist jetzt ein kranker Kader. Oder wir lassen Thielemans, ich weiß es noch nicht. Beide 19. Also Basor ist anscheinend ein bisschen stärker. Gut zu wissen. Ja, dann lassen wir erstmal Basor. Geiler Kader bis jetzt. Freut mich auf jeden Fall. Nice. So, Neuverpflichtung Julian Draxler, ja, das wissen wir ja. Das wissen wir. Er soll gehen.